Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, was wollen wir noch großartig machen, ne? Wir haben das Tiberium unter Kontrolle. Mechanoiden schüchtern uns nicht mehr ein. Die GDI schüchtert uns sowieso nicht ein. Also habe ich Mods installiert, die die Angriffe schwieriger machen. Schauen wir mal. Müssen natürlich erstmal Angriffe kommen, aber bis dahin ja, du hast immer Sorgen. Schlafkrankheit, Immunität immerhin 89. Wir arbeiten gerade an synthetischer Haut. Verbesserte bionische Gliedmaßen ist weniger, was wir brauchen. Oh, der braucht eine Menge Plaststahl, aber könnte durchaus die Mühe wert sein. Wenn ich denn noch wüsste, wo wir so ein Ding reinquetschen könnten. Allerdings, Platz haben wir ja technisch gesehen. Ist die Frage, ob ich hier einen erweiterten Arbeitsbereich reinsetzen will. Aber ich glaube, die Frage beantwortet sich gerade schon relativ von alleine. Das ist aber schön. Ja, machen wir ruhig mit den Verbesserten noch weiter. Ich hatte mir auch überlegt, irgendwo einen kleinen Schießstand einzurichten, damit unsere Leute mal so ein bisschen zum Spaß auf irgendwen was schießen können. Die Frage ist, wo? Tja. An sich hatte ich ursprünglich gedacht, hier, aber wenn der Arbeitsbereich hierhin erweitert wird, naja, dann wird sich dieser Plan wahrscheinlich recht kurzfristig ändern. Hier möchte ich eigentlich, wenn, dann noch erweiterte Lagerbereiche einfügen. Also ist das, was am ehesten überbleibt, naja. Das hier. Und ich werde einen Trick verwenden, den ich schon bei anderen Schießständen verwendet habe. Wir werden kurzerhand einfach diesen Wandschutzschild hinter unserem Schießstand installieren, sodass die Leute ohne weiteres daneben schießen können, ohne dass was passiert. Zumindest sieht das der Plan so vor. Ob das dann am Ende funktioniert, bleibt dann mal dahingestellt, aber fürs Erste ist das wenigstens ein Plan. Hier von dem Zeug irgendwas. Ah ja, und ich habe einen Mod installiert, mit dem wir Betäubungsgewehre bekommen. Es sind nicht die gleichen Betäubungsgewehre, die wir früher hatten, also funktionieren die auch nicht ganz so effizient. Aber sie werden effizient genug funktionieren, um Gefangene an der Flucht zu hindern. Und ich glaube, wenn man das abwägen muss, dann ist Gefangenen an der Flucht zu hindern eigentlich schon ein ausreichend guter Erfolg. Entsprechend erweitert. Dafür müssen wir die Sachen natürlich auch erstmal erforschen, aber eins nach dem anderen. So, sieht ganz hübsch aus. Hier wird auch alles gerade fertig gebaut. Vielleicht wäre das mit dem Bergbohr auch effizienter gelaufen, wenn wir den Leuten die Möglichkeit gegeben hätten, da dran zu kommen. So.
Stimmt eigentlich, bietet sich irgendwie so ein bisschen an. Weil ich denke nicht, dass wir hier noch großartig ein Quartier einbauen werden. Es würde zwar grob passen, aber nö, eher nicht. Richten wir hier lieber einen schönen Schießstand und Trainingsanlagen und so weiter ein. Ach, wie schön. Ein Ionensturm. Sieht wegen dem Sturm ein bisschen seltsam aus, aber ich bin mir relativ sicher, dass er noch funktioniert. Wenigstens, dass die Dinger unterm Dach liegen. Der Rest ist noch nicht mal so wichtig, aber ne, meiner Ansicht sind die überhaupt nicht wichtig. Ja, hier wird schon voller Enthusiasmus gehackt. Eben habe ich eine Meldung gesehen, dass ein Construction Bot fertiggestellt ist. Warum sehe ich den mal wieder nicht? Habe ich Tomaten auf den Augen? Ich meine, ausschließen würde ich das ja nicht. Das ist ein zerstörter Transportroboter. Okay, seit wann liegen die hier? Das ist mir jetzt nur irgendwie relativ neu. Na gut. Unser Stand am Penicillin ist sehr gut. Das gefällt mir.
bedeutet, dass wir hoffentlich in Zukunft weniger Krankheitswellen haben werden. Besser. Und dann kommen hier nämlich Geschützplattformen mit den entsprechenden Betäubungswaffen drauf. In diese Erker. Sollten bei einem Fluchtversuch die Gefangenen ja, einfach nur ein Nickerchen machen. Abstinenz, ja, typisch. Wie sieht's aus? Wie viel Schiefer? 700, ne? Okay, damit können wir arbeiten. Von den Abständen her sollte das kein Problem sein. Ich denke mal, das sollte ausreichend sein. Stahl wird hier auch reichen. Oh, der braucht dann aber eine extreme Reichweite. Ich hatte eigentlich eher gehofft, den... Naja. Okay, müssen wir ein kleines bisschen umgestalten. Dann wird es hier keine Tür geben. Zu unpraktisch. Dessen wird hier der Schild hinkommen und die Schießbodenfiguren halt hier.
Sandsäcke aus einfachem Stoff sollten reichen. Aber ich würde gerne die Wand auch noch mit schützen. Na, das wird passen. Und dann ist das Stück hier auch im Endeffekt schon fertig. Oh. In dem Fall soll es erstmal ins Heimatgebiet. Ein nützlicher Händler für uns sein. Überlass das Melken mal wem anders. Dreimal Go-Juice, hä? Haben wir natürlich nicht. Ptarmigan. Kleiner,
Jagdvogel. Nö, also eigentlich braucht man keinen Tifferlo. Und wenn der noch so niedlich ist. Eine Giraffe ist eine verdammt teure Anschaffung. Die wollte ich eigentlich gar nicht. Gucken wir mal, ein bisschen Geflügel liefert unter anderem zum einen Eier und zum anderen, wenn einer von denen stirbt, wie auch immer, können wir denen ja entsprechende DNA entziehen. So, Neutramin haben wir genug. Bauteile können wir immer gebrauchen. Alpaka-Wolle können wir verkaufen. Penicillin werden wir ganz bestimmt nicht verkaufen. Dafür ist das Zeug einfach zu nützlich. Die Milch können wir verkaufen. Dafür haben wir momentan nur einen begrenzten Nutzen. Hier haben wir nur zumindest einen kleinen Überschuss. Holz behalten wir mal schön. Sieht doch ganz gut aus. Dann... könnten wir eigentlich noch ein bisschen von unseren Vorräten verkaufen. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist wirklich gut. Kleine Menagerie. Von allem etwas. Hm? Nur Framerate haben wir nicht. Optimistisch. Da sieht doch auch langsam mal nach was aus.
dieser Zwang, alles entweder links oder rechts hinzulegen. Natürlich zeigt uns das Spiel jetzt nicht. Okay, also müssen ehrlich gesagt finde ich die nicht so schön wie die klassischen Varianten, aber es soll seinen Zweck erfüllen, das ist das Wichtigste. Puh, haben wir jetzt endlich wieder ein bisschen mehr Mod-Ausrüstung, ha? Ei befruchtet. Alle Varianten. Aber nur die befruchteten. Mit Priorität kritisch. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis es zu einer Nahrungskrise kommt. Schlafkrankheit fast durch. Das hat auch lang genug gedauert. Okay, es fehlt uns nur an Stahl. Wenn das alles ist, dann ist das nicht tragisch. Und die Episode ist wieder vorbei. Ja, nichts Großes geschafft, aber wenigstens ein bisschen Sinn im Weitermachen gefunden. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!